lass uns mal reden über die Strategien. Ja? Korrektion, eine Strategie, wo wir in eine Bewegung weitertreten. Double und Triple Triads, ja, das wird ihr auch sehen. Und dann natürlich diese Seitwärtsphasen, diese Bewegungen, diese Trades werden wir auch machen. Und dann werden wir natürlich nachher über das Trade Management reden. Okay. So. Das ist Übersicht. Korrektion, Fortsetzung, Breakout, Umkehr. Das sind die vier. Und es eigentlich, ihr könnt jetzt über viele Strategien, es gibt so viele Strategien, die es heute gibt, aber eigentlich kommt es immer auf diese Bewegung. Es ist immer Korrektionen, Fortsetzungen, Breakouts oder Umkehrstrategien. Man kann das natürlich so hinsetzen mit Indikatoren oder mit anderen Sachen, aber immer, es kommt eigentlich immer darauf an. Ja? Und hier auch, aber ich finde visuell sehr gut. Diese vier Strategien kann man einfach handeln in einem Chart. Ja? Sehr eindeutig definierte Regeln. Ja? Ihr werdet sehen, das Triade Money Management ist sehr einfach zu traden. Es ist nicht schwierig. Man sieht sehr einfach visuell, was man zu tun hat. Ihr werdet natürlich sehen, dass wir mit der Plattform halbautomatisch handeln können, was natürlich das Ganze sehr einfach macht und womit wir dann ja ganz einfach unsere Stops und auch unsere Ziele verschieben können. Man kann diese Bewegungen, diese ja, Strategien auf jeden Markt treten, auf jeden liquiden Markt anwenden. Ja, das geht sehr einfach. Und ja, Sie werden schon sehen, da gibt es keine künstlichen Indikatoren. Man konzentriert sich auf Preisbewegungen und so muss es auch sein. Preisbewegungen, vernünftiges Money Management und natürlich das Mentale dahinter. Und wenn man diesen Mix hat, dann kann man wirklich Geld verdienen im Markt. Wir werden über die Triade, das Triade Money Management würden wir noch reden und das Chance-Risiko-Verhältnis kommen wir natürlich später auch noch drauf. Sie sehen hier eigentlich, ja, das Bild ist sehr einfach mit die Chart oder der Chart mit meiner Kerzen. Sie erkennen natürlich selber alle Triaden. Und dann haben Sie natürlich hier die schwarze Linie, gleitenden Durchschnitt 50. Und dann sehen Sie hier die Bänder. Das sind nicht alle 100%ige Bollinger Bands. Das hat ein bisschen Bollinger Band drin und noch ein paar andere Sachen. Aber das Wichtige ist, dass das dynamische Bänder sind. Ja? Und es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Preise sich immer von diesen, ich würde sagen, gleitenden Durchschnitt 50 wegbewegen und wieder zurückkommen. Immer weg und zurück, weg und zurück. Und darauf werden wir natürlich auch achten. Sie sehen hier diese Linie rot und grün, wo eigentlich rot, wenn sie runtergeht und grün, wenn es nach oben geht. Das ist Exponential Moving Average 310. Das ist nur, das wird uns helfen, um in eine bestimmte Richtung zu treten, in verschiedene Strategien. Funktioniert wirklich sehr gut und ist visuell auch sehr einfach zu tun. Ja? Und das ist es. Mehr gibt es nicht. Man hat eigentlich hier das dunkle Teil, eine zentrale Zone.
Hier hat man, um es einfach zu sagen, eine mittlere Zone und hier hat man die äußere Zone. Ja? Und ihr werdet das sehr, sehr einfach verstehen mit den Strategien. Es ist sehr wichtig, das zu sehen. Und in bestimmte Strategien muss man in bestimmte Zonen handeln und nicht in andere. Ja? Ich will das mal zeichnen. Das ist etwas auch, das ist wirklich Textbook Trading. Das ist etwas, das eigentlich jeder wissen muss. Wie es, wenn man einen gleitenden Durchschnitt hat, hier zum Beispiel, ja, der so läuft. Und das ist jetzt der Marktpreis. Da hat man oft solche Geschichten. Ja. Weg, zurück, bisschen runter kann, Mama weg, zurück, voilà, ich hole, das war schlecht gezeichnet. So, runter, nochmal rüber, so, kann man weggehen, kann man zurück, ja, und dann kann es auch mal so gehen, oder mal ganz runter, oder mal so, so, okay. Es ist immer so, dass wenn ich natürlich eine Trendbewegung habe, will ich sehr nah an diese Linie einsteigen. Weil er geht weg und er kommt zurück. Hier will ich nie einsteigen. Nach oben. Das ist zu spät und er ist zu weit weg von dieser Linie. Ja, verstehen Sie? Das ist das Prinzip. Und natürlich, Short würde ich hier auch nicht gerne handeln. Warum? Weil ich dann gegen die Trendrichtung handle. Ja? Aber das sind sehr einfache Sachen, die muss jeder kennen. Und das ist, was man eigentlich handeln muss. Ja? Und dann natürlich, wenn hier diesem Punkt der Trend gebrochen wird, ja, dann sage ich, okay, jetzt kann ich in einer Seitwärtsphase handeln und dann könnte ich zum Beispiel diesen Trend nach oben handeln. Aber dann will ich nicht mehr in eine zentrale Zone einsteigen, dann will ich in eine äußere Zone einsteigen. Und das Prinzip habe ich eigentlich hier zusammengebracht. Es ist eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, was ich immer gemacht habe. Ja, ich habe es schon oft erzählt, aber wenn ich vor, das ist fast 20 Jahre her, mit Swing Trading angefangen habe, habe ich immer, also ich war 85% meiner Position war eine Swing Trading, wo ich mit Korrektionen gehandelt habe. Und immer wenn er zurückkam auf diesen gleitenden Durchschnitt 20, 50 oder dazwischen, da wollte ich einsteigen. Eigentlich ist das Prinzip hier gleich. Ja? Wie läuft der Korrektion, die Korrektionsstrategie? Ganz einfach. Ich will nur die Korrektion handeln. Und wie funktioniert das? Ganz einfach. Das Erste, was ich sehen muss, ich muss in einem Trend sein. Ob ich in 5 Minuten noch einen habe, weiß ich nicht. Aber ich muss jetzt in einem Trend sein. Ich sehe, dass ich noch Fragen habe, ich komme gleich drauf. So, das bedeutet, das ist hier eine Trendbewegung. Auch hier, ich würde das auch mal zeigen, dass es sehr deutlich ist. Hier, seht ihr das hier? Das ist die schwarze Linie. Das ist 10 cm. Seht ihr das? Das ist 10 cm. Wie viel ist das? 2. Das rechnet sich noch. Wenn er hier bis hier runter geht, ja, dann kann man sagen, Ola, vielleicht ist der Trend gebrochen. Aber hier, so in diese Zone, ist es okay. Das bedeutet, wo ist der Preis im Verhältnis zum gleitenden Durchschnitt 50? Das ist eine Sache. Ja? Okay, ich habe eine Trendbewegung. Dann würde ich einsteigen. Aber ich würde nur in die zentrale Zone einsteigen. Wo ist das? Ja. Sie sehen hier, das ist die zentrale Zone, das dunkle Teil hier. Das sehen Sie, ja? Und nur in diese Region will ich einsteigen. Und ich will einen Triadeneinstieg. Und wo liegt er? Hier habe ich keine Bestätigung. Das könnt ihr sehen hier. Das ist keine Bestätigung hier. Aber hier habe ich eine Bestätigung, da, und das ist mein Einstieg. Und der Einstieg liegt in diese zentrale Zone. Das ist ein idealer Einstiegpunkt. Warum? Weil ich bin jetzt in einem Trend,
ich gehe davon aus, dass der Trend, dass sie weitergeht. Was kann ich wissen, wo es hingeht? Aber ich kann nur davon ausgehen, ich bin jetzt in einem Trend, der Trend läuft weiter. Ja? Bis er mir zeigt, okay, es geht wieder in eine Seitwärtsphase. Aber jetzt bin ich in einem Trend, da steige ich ein. Das ist der gute Punkt. Darum auch diese ganze Geschichten von Markttechnik und so weiter, wo man dann sagt, oh, es läuft so und dann so und dann wieder nach oben. Und dann ich steige hier ein, zum Beispiel, ja, da, das, meine Meinung, vielleicht für einen Investor oder wenn man Aktien handelt langfristig oder so, dann ist das vielleicht gut, weiß ich nicht. Aber vom Trading von Standpunkt ist das, hat das keinen Sinn. Warum? Weil das Risiko ist zu groß und ich weiß nicht, wo er liegt, beispielsweise zu dem gleitenden Durchschnitt. Ja? Ich muss sehen, dass er wieder an sein, ich würde sagen, sein Equilibrium, sein Balancepunkt ist. Und das ist mehr oder weniger immer da am gleitenden Durchschnitt 50, wenn ich in eine Trendbewegung bin. Ja, wenn ich natürlich in eine Seitwärtsphase bin, ist es total umgekehrt. Ja, aber wenn ich Trendbewegung habe, da will ich rein. Ja, nur Einstieg in die zentrale Zone. Moment, ich nehme mal die erste Frage. Was du siehst hier, Wolfgang, was bedeutet zweimal das Schwarze und das Graue, das man in diese Kerzen sieht? Das sind eigentlich Niveaus, die aufeinander liegen und berechnet sind. Das geht nicht anders. Ja, man sieht noch ein bisschen, was darunter steckt. Ja, das ist diese Programmation, worüber ich vorher gesprochen habe. Und ja, ist nicht so wichtig. Ja, das Einzige, was zählt, und das, darum ist es eine gute Frage, das Einzige eigentlich hier, was zählt, ist hoch und tief. Es gibt eigentlich in dieser Kerze gibt es nur zwei Werte, hoch und tief. Und die Strukturen, die wir handeln, sind Triaden, ist eine Kombination von drei von diesen Kerzen. Das handeln wir. Ja? Ich habe eigentlich versucht, Preisbewegung so gut wie möglich, so einfach wie möglich, so eindeutig wie möglich vorzustellen. Ja? So, hier, okay, muss ich das nochmal ändern. Ja. Und dann natürlich, ja, ich steige natürlich ein, die Ziele und Stops, da komme ich später drauf, und ich handle semi-automatisch und das Money Management komme ich auch später drauf. Aber was wichtig ist jetzt, ist zu verstehen, dass das hier zwei Trades sind. Und auch sehr wichtig zu wissen, dass das hier kein Trade ist. Ja? Da gehen wir in diese Strategie nicht hinein. Man kann diesen Trade handeln, darum geht es nicht. Aber wenn man über einen sauberen, guten Korrektionstrade redet, dann ist das Ideale, um da einzusteigen. Ja? Okay. So, geht's weiter. Ja, ihr seht hier natürlich, wir handeln das nur in die Richtung des Trendes. Und das kommt gar nicht in Frage, dass wir hier mal gegen diesen Trend handeln werden. Das ist hier die zweite Strategie, Fortsetzung, Continuation. Und das ist, wenn man...